Hallo und herzlich willkommen zu Disney Dreamlight Valley. Ja, wie ihr schon im Hintergrund erkennen könnt, ich habe leider kein Glück gehabt. Es ist mittlerweile wieder ein weiterer Tag vergangen und ich habe immer noch Junge! keinen Wirbel gefunden, Ganz wo die recht, ich bin Maui, restlichen, also wo dieser Formwandler, Mülleimer für Halbgott des die Windes und des Quest Meeres mit und Eve der drin Held ist. von allem. Deswegen werden wir uns jetzt hier erstmal ein bisschen umschauen. Und zwar, jetzt habe ich leider nicht mehr nachgeguckt. Derjenige, der den Kommentar geschrieben hatte, hatte eigentlich was erzählt, wo es bei ihm gewesen ist. Ich habe aber keine Ahnung mehr, was es war und ich habe, wie gesagt, leider nicht mehr nachgeguckt. Es muss sich um einen Baum handeln. Einen Baum, der normalerweise nicht hier drin ist und der etwas Besonderes hat. Deswegen, oh, hier ist noch ein Osterei. Sehr schön. Ostern ist zwar schon lange vorbei, aber die Eier nehme ich gerne an. Da fällt mir übrigens gerade ein, die hätte ich mir ins neue Tal reinstellen sollen. Ich habe nämlich jeden einzelnen Tag vergessen, diese Eier zu machen, also abzuernten. Ah, ja, hinterher ist man immer klüger. Also, hier habe ich jetzt bisher noch nichts gefunden an der Ecke. Man sieht ja auch so schlecht, weil man ja auch nie irgendwo mal richtig gucken kann. Ich denke mal, wenn, dann ist das wahrscheinlich irgendwas. Ich weiß auch nicht, ob man direkt was bekommt. Nee, das war aufheben. Oh, und ich habe mich gerade schon. Obwohl, das ist dieses dunkle Holz. Das habe ich sehr, sehr selten. Das nehmen wir mal direkt mit. Das ist aber trotzdem nicht unser Ziel. Wir wollen ja nach was ganz anderem gucken. Hier habe ich schon mal geguckt. Schlimm, dass man sich so jeden Baum richtig angucken muss, um dann festzustellen, dass es gar Sonnenschein, nicht check. die Bäume Wenn sind, Gott die man regnet, sucht. dann wollen wir mal alle den Tag genießen. Das Angucken, das ist eher das Schlimme, weil man ja immer wieder in anderen Bäumen drin hängt, sozusagen, während man am Gucken ist. Ich habe wirklich Glück. Meine Ach ja, Nachbarin ich habe ist gerade toll. kein Glück und dann läufst du mir auch noch über den Weg. Du gibst mir ja nichts von deinem Glück ab. Das ist ja auch noch so unfair. So. Gebt mir doch alle mal was von eurem Glück ab. Dann kann ich den Baum vielleicht finden. Ah, Moment. Der gehört hier nicht hin. Und der hat eine Halloween-Optik. Oh, kann ich da mal eben kurz, ohne dass da einer reinläuft, bitte, eben kurz ein Bild machen. So. Dann würde ich das nämlich eventuell auch bei mir auf den Blog setzen. Muss ich mal gucken, wie ich das mache. So, wir können jetzt. Ach so, Moment. Wir dürfen nichts in der Hand haben, oder wie hieß das? Wir können damit interagieren. Ah, sehr schön. Aber wieso kann man nur einen da reinmachen? Winzige, mittelgroße, große, kleine. Kann man die da reinstellen? Nee. Fangen wir mit der großen an. Dann nehmen wir die winzige. Ich weiß nicht, ob das jetzt wichtig ist im. Ah! Der verändert seine Farbe. Kleine und winzige. Einen Ort, bei dem man nie weiß, was als nächstes passiert, muss man einfach lieben. Heiße Jack Skellington, willkommen. Und wo? Hallo? Ja, hallo. Du bist viel zu groß für mich. Ich kann hier überhaupt dich gar nicht willkommen heißen. Moment, muss mal. So, naja, so ungefähr. Man muss ja nicht unbedingt ein Bild davon machen. Ja, Es aber das wird ist Zeit cool. für Aber ist jetzt der Geschick, Baum weg? Ich würde mir den Intelligenz, gerne noch mal angucken, ein Bild Bosheit. davon machen. Nein, 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 lauf doch nicht weg. Hallo, Jack. Bleib doch mal stehen. Du bist doch aus, bevor ich jetzt hier irgendwas weiter anklicke. Wie hieß er? Nightmare on Elm Street, glaube ich, ne? Bist du Jack Skellington? Ich kann nicht glauben, dass du hier bist. Ich weiß alles über dich. Halloween und Halloween Town. Halloween Town? Nee, das sagt mir gar nichts. Das ist ja wunderbar.
Ja gut, ich weiß nicht, wie er jetzt wirklich spricht. Ich kann ihn jetzt schlecht synchronisieren, wenn ich nicht weiß, wie er spricht. Das ist ja wunderbar. Ich erinnere mich gerne an meine Zeit hier. Bist du diejenige, die mich hierher zurückgeholt hat? Ja, ich schätze schon. Das bin ich. Oogie Boogie. Vielen Dank für den Hinweis. Ich bin sehr froh, wieder hier zu sein. Der scheint aber nett zu wirken. Also, er hat ja jetzt nicht gerade so das positivste Aussehen, sondern eher so ein bisschen gruselig, ne? Dreamlight Valley braucht immer die Art von Schrecken, die nur ich liefern kann. Okay. Ich bin froh, dass du wieder da bist. Was für ein schöner Empfang. Ich spüre den Nachhall der Magie, als das Tal wieder bevölkert wurde. Aber als ich zurückkehren wollte, blieb ich auf dem Feiertagsweg hängen. Wie seltsam. Vielleicht hatte die Feiertagsmagie unerwartete Wechselwirkungen mit der Dreamlight-Magie. Trotzdem bin ich froh, dich wieder im Tal zu haben. Wunderbar. So, jetzt gibt's was zu tun. Könntest du mir zunächst einmal helfen, mich einzuleben? Klar, lass uns einen guten Ort für dich finden. Ah, für ein Haus? Platziere Jacks Haus. Oh, wie geil. Ja, komm mit, Jack. Beziehungsweise, ich werde da mal eben hinporten. Den müssen wir. Ich meine, es ist ja Halloween-mäßig. Den müssen wir auf jeden Fall hier ins Tal reinstellen. Ich habe nur absolut keinen Platz hier. Das heißt, ich müsste... Ach so, ich wollte mal kurz gucken. Ja, der Baum ist noch da. Der Baum ist offen. Was ist hier passiert? Ich wette, ich bin der erste Halbgott, der dir begegnet. Ach, der ist aus dem Baum rausgekommen. Jetzt sehe ich das ja erst. Ja, kann man den Baum denn platzieren? Kann man, oder bleibt der hier stehen? Würde mich jetzt mal interessieren. Nur mal so, ich will den nicht wegstellen, aber den kann man wirklich weg... Ah, das ist cool. Dann könnte ich den ja vielleicht zu seinem Haus stellen. Die Frage ist jetzt nur, wo mache ich das Haus hin? Moment, wir gucken erstmal, wie groß ist das Haus überhaupt? Es ist sehr schmal. Das ist schon mal gut. Damit weiß ich aber immer noch nicht, wo ich das hinmachen soll. Ich würde das ja neben dem anderen komischen Baumhaus hier machen. Ich habe hier so viel Spaß. Das, ja, da müsste ich da hinten die Ecke. Moment, da muss ich erstmal hier... hallo, ihr beiden Raben. Könntet ihr euch vielleicht mal ein bisschen zur Seite bewegen? Ich muss hier ein bisschen Platz für Jack machen. Der gute Jack Skellington. Wo ich nicht weiß, ob ihn überhaupt... jemand kennt. Also ich kannte ihn von der Optik her. Vom Namen her weiß ich jetzt nicht so genau, ob ich drauf gekommen wäre. Die Dornen kann man wegmachen. Okay. Dann machen wir die doch weg. Frage ist jetzt nur, reicht das schon, um das Haus hinzustellen? Oh ja, reicht schon. Das ist gut. Und es hakt wieder ein bisschen. Moment, da rechts ist das zum Abbauen. Ja, so sollte das normalerweise okay sein. Würde ich nur sagen, dann mache ich die hier auch weg, damit man den ein bisschen besser sieht. Und das vielleicht so ein bisschen nach links, damit man hier ein bisschen freiere Sicht drauf hat. So. Weiß ja nicht, ob er das schön oder nicht so schön findet, wenn hier überall Dornen rumhängen. Hallo! Hallo Dagobert, hilfst du mir für 5000 ein Haus zu bauen? Ach du meine Güte, das wird ein tolles Haus. Und seine Reichtümer werden bald... Ja, ja, danke, Dagobert. Moment, ich muss, bevor er jetzt abhaut, ich muss mit ihm sprechen. Oh, dieses Haus ist perfekt, Gameplayerin. Gefällt es dir? Ja, natürlich. Ich spüre schon, wie sich die Ideen in meinen Schädel zusammenbrauen. Aber ich frage mich... Oh, wenn ich über den Feiertagsweg hierher gekommen konnte... Bedeutet das, dass der Feiertagszauber und die Magie hier miteinander verbunden sind? Hm, ich bin mir nicht sicher, aber es scheint so. Wie wunderbar! Jetzt richte ich mich erst einmal ein, bevor ich mich aufmache, um die Wunder des Tals zu entdecken. Ich bin hier, wenn du etwas brauchst, Jack. Ja, ich muss los. Die Hallo. Arbeit ruft. Ja, aber ich will doch deine Quest noch haben. Ich muss den jetzt wahrscheinlich füttern, wollte ich gerade sagen. Ich muss dem wahrscheinlich irgendwas schenken, oder? Moment, was braucht er denn? Was hätte er denn gerne? Nein, Bier kriegst du nicht. Ich weiß nicht, ob du schon volljährig bist, Jack. Ich habe Basilikum. Basilikum hätte ich und ein Zitrin. Kann ja mal aufhören, hier so zu lachen. Gehabt euch. Basilikum und ein Zitrin. Moment, ich habe mein Haus umgestellt. Wo ist denn das jetzt? Da.
Der Zitrin ist wahrscheinlich zu teuer, aber Basilikum kann ich Ihnen geben. Ich hoffe nur, dass das diesmal funktioniert. Weil bei manchen reicht es, wenn ich eins nehme, bei manchen reicht es nicht. Da muss ich zwei nicht nehmen, sondern ihm geben. Wir zupfen hier mal eben kurz. Hallöchen, ich selber. Naja, ich selber. Ne? Also das Vergessen, meine abgespaltete Persönlichkeit sozusagen. So, Basilikum. Jetzt müssen wir mal schauen. Ich habe schon wieder ein bisschen hinzugefügt, aber Basilikum müsste hier auf der Etage sein. Basilikum. Nein. Ich glaube, das ist das, oder? Nein, natürlich war das jetzt Minze, war klar. Dann ist das. Das ist Oregano. Ach, ihr könnt mich doch alle mal. Bist du Basilikum? Du bist Basilikum. Okay. Ein Basilikum. Zack. Ich hoffe, das ist jetzt auch tatsächlich das, was ich jetzt brauche. Dass ich mich jetzt nicht vertan habe hier. Nein, nein, nicht auswählen. Den gibt es nochmal mit Weihnachtsanzug. Basilikum, genau. Und Zitrin. Ich hoffe jetzt nicht, dass ich wegen dem Zitrin nochmal hin und her laufen muss. Check. Ich habe ein Geschenk für dich. Geh mal aus dem Weg, Krähe. Also Rabe, Krähe, Krähe, was glaube ich. Natürlich, wir müssen uns auch noch dieses wundervolle Haus angucken. Mit einem wundervollen Weihnachtsbaum. Ja, super. Ah, er sitzt hier. Moment, ich kann aber mit ihm reden. Der ist so groß. Oh. Ich kann ihn noch nicht mal mitten ins Bild reinkriegen hier. So, bleib so, dann kann ich dich besser sehen. Okay, ich habe was für dich. Basilikum. Hier, bitteschön. Nein, ich hab's geahnt. Och, Jack, warum tust du mir das an? Oder reicht das, wenn ich noch mit dir rede? Was hast du vor, Jack? Ich übe gerade meinen Shakespeare Fair als Gameplayerin. Willst du etwas hören? Klar doch. Oh. Ich rezitiere schaurige Zeiten aus verschiedenen Theaterstücken. Lass mich beginnen. Oh. Könnte ich eine Geschichte erzählen, von der schon das leiseste Wort deine Seele so quälen würde, dass dein junges Blut zu Eis erstarrt? Deine zwei Augen würden wie Sterne aus ihren Bahnen springen. Deine geknüpften und gebundenen Locken gingen auf und jedes einzelne Haar sträubte sich dir wie die Borsten des gereizten Stachelschweins. Ja, so ungefähr sehe ich morgens beim Aufstehen auf. Cool, aber nee, erzähl weiter. Ha! Doppelt plagt mich, mengt und mischt, Kessel brodelt, Feuer zischt, Sumpfger Schlange, Schwanz und Kopf, Brat und Koch im Zaubertopf. Molche, Aug und Unkens Heer, Hundezung und Hirn der Krähe, zäher Saft des Bilsenkrauts, Eidechsbein und Pflaum vom Kauz. Mehr! Die tiefe, finstere Nacht des Grauen in der Nacht, die Zeit, wo Eulen schreien und Hunde heulen, wo Geister gehen, ihr Grab Geister sprengen. Ich liebe es. Aha. Und jetzt werde ich eins für unser liebstes Tal anfertigen. Ach, der arme Mickey, ich kannte ihn, Gameplayerin. Ein Bursche von unendlichem Humor, voll von den herrlichsten Einfällen. Mhm. Wo sind nun deine Schwänke, deine Sprünge, deine Lieder, deine Blitze von Lustigkeit, wobei die ganze Tafel in Lachen ausbrach? Oh. Ach, leider. Das war grausam. Ich sag mal, das war wunderbar. Ich danke dir. Du warst ein tolles Publikum. Schnell! Juhu! Es gibt viel zu tun. Es gibt viel zu tun, viel zu tun, viel zu tun. Woher kenne ich das nochmal? Ach, von Merlin, ne? Der hat doch auch mal gesagt, es gibt viel zu tun, viel zu tun. Gartenarbeit, hey, natürlich. Was denn da auch sonst? So. Wir müssen sofort miteinander reden. Ja, ich weiß. Ich kann. Ah, jetzt kann ich mit dir reden. Oh, sehr schön. So kann man ihn wenigstens auch sehen. Das ist gut. Wie schön, dich wiederzusehen, Gameplayerin. Das gilt auch für dich. Deine Ankunft ist ein Glücksfall. Ich würde gerne etwas mit dir besprechen. Was kann ich für dich tun, Jack?
Erst einmal muss ich sagen, dass das Haus, das du für mich eingerichtet hast, absolut großartig ist. Aber vor kurzem bin ich losgezogen, um mir die Knochen zu vertreten und ein paar Dorfbewohner zu sehen und das Tal zu erkunden. Klar, ergibt Sinn. Vergiss nicht, ich habe einen wissenschaftlichen Geist und ich bin ziemlich fasziniert, wenn ich Entdeckungen mache. Mir ist klar geworden, dass es schon eine Weile her ist, dass ich das letzte Mal hier war. Und ich fürchte, ich habe vielleicht ein paar Fehler gemacht. Oh nein, was hast du getan? Hast du jemanden gekidnappt und nach Halloween Town gebracht? Vielleicht hat mich meine Neugierde übermannt. Mhm. Aber ich bin sicher, dass alles gut gehen wird, wenn du mich vorstellst. Na klar, lass uns zu Olaf gehen. Er ist ein toller Dorfbewohner. Du solltest ihn zuerst treffen. Oh. Okay, ich habe jetzt überhaupt nicht verstanden, worum es jetzt geht, was er jetzt für ein Problem hat. Aber wir gehen jetzt mal zu Olaf. Olaf, bist du überhaupt hier oder bist du jetzt auf unserer aktuellen Karte? Olaf? Olaf ist da. Komm, wir porten uns mal eben hin, Jack. Da muss ich immer an Flucht der Karibik, Jack, denken. Oh gut, du bist hier. Olaf, ich möchte dich gerne jemanden vorstellen. Kennst du Jack Skelly? Oh, wir haben uns getroffen. Das ist toll. Ich habe einen kleinen Fakt über das Wort großartig, aber egal. Willst du den kleinen Fakt nicht teilen? Ein Schneemann, der seine Begeisterung für Fakten verloren hat, hat seine Begeisterung für das Leben verloren. Oh, ich könnte nie meine Begeisterung für Fakten verlieren. Aber ich bin nicht gerade begeistert. Es geschah heute Morgen. Remi hat mir ein unglaubliches Schokoladeneis mitgebracht, das ich Anna als Überraschung zu Beste Freunde für immer Tag schenken wollte, den ich heute Morgen erfunden habe. Und dann passierte etwas Schreckliches. Ich bin vielleicht noch nicht ganz erwachsen, aber ich denke, selbst jemand, der erwachsen ist, hätte sich darüber aufgeregt. Herr Skellington sagte immer wieder, was ist das? Und stocherte mit seinen knöchrigen Fingern im Eis herum. Ich glaube, er war einfach nur neugierig. Oh, aber Gameplayerin, ich bin auch bei vielen Dingen neugierig. Und ich versuche nicht zuzulassen, dass meine Neugierde anderen Leuten die allererste Eiscreme-Überraschung zum Beste Freunde für immer Tag verdirbt. Keine Sorge, Olaf, ich mache dir ein frisches Schokoladeneis. Ich rede mit Jack darüber, dass er nicht einfach so in die Häuser der Leute hereinspazieren kann. Dankeschön. Oh, hier ist das Rezept. Neue Rezepte, sehr schön. Falls wir das noch nicht kannten, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Und Gameplayerin? Ja, Olaf? Ich könnte dir nie einen lustigen Fakt vorenthalten. Wusstest du, dass großartig zuerst groß bedeutete, bevor es ein Synonym für herausragend wurde? Danke, das weiß ich zu schätzen. Du bist großartig. Im modernen Sinn, aber auch im alten Sinn, um auf dein großes Herz hinzuweisen. Ich gehe schon und mach dir ein Schokoladeneis, damit du eine Überraschung für Anna zum beste Freundetag für immer hast. Tja, das war's dann wohl. Wiedersehen. Mhm. So, Jack, warte mal. Komm mal eben mit. Lass uns abhängen. So. Weil da muss ich den nicht immer suchen, wenn ich hier irgendwo hinporte. Moment, wir gehen mal zu Remi. Da komme ich schneller jetzt hin. Komm, wir gehen mal zu Remi und kochen ein Schokoladeneis vor allen Dingen. Wir machen ein Schokoladeneis. So. Achso, halt, stopp. Wäre vielleicht von Vorteil, wenn ich erstmal das Rezept lesen würde, ne? Ich bin mir nämlich ehrlich gesagt nicht sicher, ob ich das vorher schon kannte. Also ich wollte mich eigentlich umdrehen. Ich wollte nicht... So. Wir haben hier eins mit dem Schokoladeneis. Doch, aber ich glaube, das kannte ich schon. Ich bin mir aber ehrlich gesagt nicht sicher. Sieht übrigens sehr lecker aus. Kann ich mir zwei machen und selber eins behalten? Ich hätte jetzt auch Lust auf Schokoladeneis. Ich glaube, ich gönne mir ein bisschen Schokoladeneiscreme, wenn ich mit der Folge fertig bin. Ich habe jetzt irgendwie doch sehr große Lust darauf. Achso, wieder zu Olaf zurück. Ja klar, er wollte es ja übergeben. Also das Eis, ne? Er wollte nicht sich selbst übergeben.
So, wo sind die beiden denn? Da. Anna ist auch schon dabei. War gerade. Ach doch, da hinten ist sie. Möchtest du mit mir was unternehmen? Ich möchte mit dir sprechen, Olaf. Hier, bitteschön. Ich würde es lieber selber essen, aber ich geb's dir. Hallo. Olaf, ich bin wieder da. Hier ist ein neues Schokoladeneis, das mit Liebe nur für dich gemacht wurde. Und für Anna. Ah. Oh, danke, Gameplayerin. Anna wird es lieben. Bist du sicher, dass sie Schokolade mag? Ich glaube, Anna mag so ziemlich alles. bist du sicher, wenn nicht? Denn ich kann es essen, wenn du dir nicht sicher bist. Das würde ich jetzt am liebsten sagen, bin ich ganz ehrlich, weil ich habe jetzt echt Lust auf Schokoladeneiscreme. Aber das ist unser Olaf, wie wir ihn kennen. Ich bin verwirrt. Gibt es noch einen Olaf? Mag er auch warme Umarmungen? Nein, nein, du bist der einzige Olaf. Ich bin nur froh, dass du nicht mehr sauer bist. Ich auch. Verärgert zu sein macht keinen Spaß. Ich habe versucht, mir einzureden, dass ich glücklich bin. Aber Frust ist ein so spitzstechendes Gefühl wie Eiszapfen. Ich konnte es nicht ignorieren. Nun, ich bin froh, dass du keine negativen Gefühle mehr unterdrücken musst. Danke, dass du den beste Freundetag für immer... beste Freunde für immer Tag gerettet hast, Gameplayerin. Gern geschehen. Und keine Sorge, ich werde mit Jack darüber reden, dass er das Eis anderer ohne Erlaubnis nicht anfassen darf. Das ist wahrlich sinnvoll. Tschüss, Olaf. Ich schwör's euch, das war bestimmt der schönste Tag in meinem Leben. Mhm. Okay, Jack, wir müssen reden. Olaf war sehr verärgert über das, was du mit seinem Eis gemacht hast. Eiscreme? Oh, so nennt man das also. Ja, es ist nicht cool, sich mit... Ich frage mich, ob das etwas mit dem Schnee zu tun hat, den ich in Christmastown gefunden habe. So eine faszinierende Mischung aus Schokolade und Winterzauber. Ja, lass dich nicht ablenken, genau. Lass dich nicht ablenken. Bevor du so etwas machst, musst du die Leute fragen. Olaf ist so ein süßer Kerl. Er hätte dir bestimmt eine Kostprobe gegeben, wenn du nur nett gefragt hättest. Du sagst, er ist süß und er ist auch aus Schnee gemacht? Lass mich dich hier genau unterbrechen, genau. Seine Persönlichkeit, nicht wörtlich. Mit Lebensmitteln, egal welche Art zu spielen, ist ziemlich unhöflich. Und die Finger hineinzustecken, ist einfach unhygienisch. Ah, ich verstehe. Ich verstehe. Ich entschuldige mich, Gameplayerin. Es war einfach so faszinierend, dass ich nicht anders konnte. Ist schon gut. Ich weiß, dass du es nicht böse gemeinst. Wen würdest du gerne als nächstes treffen? Vielleicht jemand, mit dem ich mich besser verstehen würde? Jemand, der die Macht des Schreckens zu schätzen weiß. Jemand, der Freude an Schatten findet. Oh ja, ich habe einen Sinn. Oh, ich weiß genau, zu wem du gehen musst. Ich werde dich Ursula vorstellen. Hallo? Ich wollte zum Vergessen, nicht zu Ursula. Gut, ich meine, Macht des Schreckens, da war Ursula auch erstmal mein erster Gedanke, aber... Ach, wo ist Ursula denn jetzt schon wieder? Ach ja, ja, sie schwimmt schon wieder zum Nächsten. Es ist doch nicht dein Ernst, dass die immer woanders ist. Moment, wo sind wir jetzt? Aha, Ursula, komm her, bei Fuß. Komm her. Oh, du bist es, hervorragend. Ah, nein, nicht er schon wieder. Das ist Jack Skellington. Ich schätze, ihr zwei habt euch schon kennengelernt. Leider. Und wie ist es gelaufen? Oh. Nun, er ist heute bei mir zu Hause hereingeplatzt. Ich dachte zuerst, er würde eine Abmachung treffen wollen. Nein. Aber er ging direkt zu meinen Tränken, schnappte sich mehrere und fing an, sie zusammenzumischen. ich wünschte, das würde mich überraschen. Ja gut, wir sind mal ein bisschen freundlich zu Ursula. Aber du hast so hart an deiner Sammlung gearbeitet. Ganz genau. Wenigstens bemerkt eine Person all meine harte Arbeit. Diese Bedrohung fragte immer wieder, wo ich meinen Froschatem aufbewahre. Dann mischte er Tinte des Krakens mit dem Salz eines Geysirs. Ich bin nur froh, dass ich die Essenz aus mondbeschienenen Seetang zur Hand hatte, damit mein ganzes Haus nicht in Rauch aufging.
Ich wusste nicht, dass das möglich ist. Ja, ich meine, es ist ein Wasserhaus, ne, streng genommen. Er ist nur an deinem Geschick interessiert. Naja, das nächste Mal kann er ja fragen und etwas im Gegenzug anbieten. Oder ich verwandle ihn in einen dünnen Halm Seetang für meinen Garten. Ich möchte es wieder gut machen. Welche Tränke hat er ruiniert? Gameplayerin. Fischlein. Obwohl du sehr gut mit der Dreamlight-Magie umgehen kannst, übersteigen die Art von Tränke, die ich mache, deine Fähigkeiten bei weitem. Trotzdem kannst du mir ein paar Zutaten besorgen. Und solange dieser Plagegeist ordentlich maßgeregelt wird, können wir das wohl hinter uns lassen. Oh, vertrau mir, ich werde mit ihm darüber reden. Was brauchst du? Bring mir Stachelbeeren, rote Kapuzinerkresse, weiße Passionslilien und Amethysten. Oh, oh. Ich kümmere mich darum. Sind wir uns einig? Ja, mit den Amethysten, da müssen wir noch mal drüber reden. Na gut, zwei Amethysten. Aber da müssen wir trotzdem noch mal drüber reden. Weil ich mir nicht sicher bin, wie viele ich davon habe. Ich hasse Sonnenschein. Ich würde ja sagen, dann sorge dafür, dass es keinen Sonnenschein gibt. Aber das finde ich so gut. Gut, Moment. Dann werden wir jetzt erstmal eben nach Hause porten. Jack, komm mal mit, ich zeig dir mein Zuhause, wenn ich nicht in die falsche Richtung laufen würde. Da hinten das riesige Schloss, was ich gerade übersehen habe. Das ist mein Zuhause. So, Stachelbeeren, das sind die... Moment, kann ich die nicht direkt abpflücken hier? Seid ihr nicht die Stachelbeeren? Oder vertue ich mich jetzt da? Ah, guck mal. Weil dann brauche ich ja nicht meinen Vorrat zu nehmen, dann kann ich ja hier die nehmen. So, dann rote Kapuzinerkresse. Gut, da laufe ich jetzt nicht durch das ganze Tal durch, bis ich die dann gefunden habe. Die hole ich mal eben so. Jetzt muss ich mal eben überlegen. Moment, das sind die alten Blumen. Die sind auf 2. Ich bin übrigens gerade dran, auch auf der 4. Etage extra eine Etage für Edelsteine zu erstellen. Ach nee, Moment, die sind, glaube ich, eins höher, ne? Aber die weiße Passionslilie, bist du eine Passionslilie? Nein, du bist ein Gänseblümchen. Ist ja fast das Gleiche. was bist du denn hier? Springkraut. Gut, dann sind die vermutlich auch oben. Oder Moment, habe ich die vorne jetzt gerade? Die habe ich mir gerade nicht angeguckt, ne? Das war der Bartfaden, na gut. Ich habe doch keine Ahnung von diesen ganzen Blumenarten hier. Dann gehen wir mal zu den neuen Blumen. Da müssten die ja theoretisch hier sein. Also dreimal rote Kapuzinerkresse. Das müsste theoretisch die hier sein. Genau. Habe ich auch gar nicht dran gedacht, dass die ja gekennzeichnet sind. Und sind das nicht Glockenblumen oder sowas? Nee, das sind auf jeden Fall nicht die richtigen. Ach, Passionslilie. Ah ja, klar. Hm, ich bin so blöd. So, dann brauchen wir noch 2 Amethysten. Das haben wir zum Glück hier auf jeder Etage. Leider werde ich das bald nicht mehr so schön haben können, weil ich halt gucke, dass ich für jeden eins mache hier. Achso, da. Och, gerade habe ich noch 2 Amethysten. Warum auch immer ich von den Glänzenden plötzlich so viel habe. Aber es kann sein, weil ich die Amethysten für die Quests immer mal benötigt habe, dass ich deswegen da zu wenig von habe. Okay, Ursula, zeig dich mir. Wo bist du? War klar, dass sie nicht mehr da ist, wo sie eben war. Moment, jetzt ist sie hier. Ursula, nicht abhauen. Ich muss mit dir reden. Ursula? Warst du nicht gerade noch hier in dem Teich? Och, nee, komm. Nee, auf der anderen Seite. Hä? Da, wo Merlin ist. Miki, oh, geh mal weg Junge. Da. Ich muss mit Ursula sprechen. Nein, nicht mit Eve. Geh weg. Ah! So. Bitteschön. Steht Eve hier so ein bisschen blöd im Weg? Ah. Da bist du ja. Ich bin zurück mit deinen Zutaten für den Zaubertrank. Aber danke, Fischlein. Ich hoffe, du wirst in Zukunft einen guten Einfluss auf diesen Jack Skellington haben.
Apropos Jack, wohin ist er denn verschwunden? Nun, wir sprachen über das Königshaus und diesen Taugenichts-Triton. Und er erwähnte, dass er auch königlich sei. Der Kürbiskönig oder so ein Blödsinn. Ich sagte etwas über die gute Fee und ihr Kürbishaus und er schien sehr interessiert zu sein. Oh oh, das kann nicht gut sein. Ich muss zugeben, dass ich ziemlich neugierig bin. Sei so lieb und sag mir Bescheid, wenn er in eine Maus verwandelt wird. die gute Fee würde sowas nie tun. Trotzdem sollte ich lieber mit Jack reden, bevor er noch mehr Ärger macht. Oh, ich liebe sonnige... Ja, ach so, Moment, halt, stopp. Jack ist ja bei mir. Haha. Jack, ich habe die Zutaten für die Tränke ersetzt, die du in Ursulas Haus versaut hast. Oh. Danke, Gameplayerin. Ich wollte keine Sauerei machen, aber diese Tränke waren einfach so einzigartig. Ich konnte nicht widerstehen, zu experimentieren. Wir können uns wohl glücklich schätzen, dass keine Katastrophe passiert ist. Aber Ursula kann manchmal gemein sein. In ihrer Nähe würde ich vorsichtig sein. Danke für die Warnung. Ich werde das im Hinterkopf behalten. Sie hat erwähnt, dass jemand hier ein Haus aus einem Kürbis hat. Wie faszinierend. Ja, das ist die gute Fee. Ich kann dich zu einem kleinen Besuch mitnehmen, aber benimm dich, okay? Du hast mein Wort. Weißt du? Mir gefällt's. Das ist übrigens deine Nachbarin, Jack. Die ist genau im gleichen Bereich wie du. Da werden wir dann mal schauen. Ich werde auch... Ach, das mache ich jetzt mal kurz mit euch zusammen. Moment. Ich würde nämlich gerne diesen Baum, der jetzt hier so steht, so in seine Nähe stellen. Wie kann ich das nochmal drehen? Nicht Kamera drehen, Gegenstand drehen. Ach, geht doch damit. Okay. So. Sehr schön. So. Jack? Hallo, Jack. Ach, ich gehe schon mal vor. Nee, höre dir an, was er zu sagen hat. Och nee, komm. Wo ist er denn jetzt? Hallo, Jack. Ist das jetzt dein Ernst? Der Kürbiskönig kehrt zurück. Ist auch eine gute, ein guter Titel. Die sind jetzt nicht ernsthaft hier, von wo ich jetzt gerade weggeportet bin, ne? Ich liebe Fledermauskürbisse. Was für ein wunderbarer Name. Oh, aber nichts ist entzückender als ein klassischer Kürbis, der so golden ist wie der Herbst, mit dem man ihm etwas... mit ihm etwas zu verzaubern. Stimmt, ich habe sie schon oft bei meinen Paraden benutzt. Hast du eine Lieblingskürbissorte, mein Lieber? Nun, ich habe einmal meinen eigenen erschaffen. Er hatte Schuppen und ein Dutzend Beine. Es war wirklich furchterregend. Okay, und sie sagt nichts mehr und geht einfach. Okay. Hattest du ein nettes Gespräch mit der guten Fee? Ja! Ich glaube sogar, dass sie meine Lieblingsperson im Dorf sein könnte. Das ist gut, weil sie ist auch deine Nachbarin. Schau dir ihr wunderschönes Haus an. Ich bin nicht deine Lieblingsperson. Person? Habe ich Person gesagt? Ich meinte Fee. Sie ist meine Lieblingsfee im Dorf. Nun, es gibt etwas, bei dem ich deine Hilfe gebrauchen könnte. Klar, was ist los? Ich mache mir Sorgen, dass die Dorfbewohner sich meiner Rolle als Kürbiskönig nicht bewusst sind. Sie wissen nicht, dass sie mit all ihren schrecklichen Bedürfnissen zu mir kommen können. Hm, ich sehe das Problem. Wir haben hier schon eine Menge an Hoheiten. Mhm. Ganz genau. Was schlägst du vor? Die gute Fee hat mir gerade diesen schönen Entwurf für einen Kürbisthron gezeigt. Mhm. Könntest du mir beim Bau helfen? Klar doch. Du brauchst natürlich jede Menge Kürbisse. 31 Stück, um genau zu sein. Ja, kein Thema. Und auch etwas dunkles Holz. 10 Stück sollten genügen. Mist, da habe ich mal wenig von. Diese Zahlen sind perfekt für einen Halloween-Thron. Findest du nicht auch? Ich würde nichts anderes erwarten, wenn ich etwas für dich mache. Ein Thron. Kommt sofort. Danke, Gameplayerin. Oh, und stell ihn irgendwo im Dorf auf. Ich möchte, dass sich jeder auf ihn setzen kann.
Aber bist du nicht für den Schrecken verantwortlich, der daraus entstehen kann? Eigentlich würde ich volle Verantwortung dafür übernehmen. Gut, aber danach machen wir ein gemeinsames Foto, um dich daran zu erinnern, dass du hier im Tal bist. Ich würde mich geehrt fühlen. Ich muss los. Foto klingt gut, Foto klingt sehr gut. Moment, ich muss erstmal... Baue den Thron. Ja. Es wäre nur schön zu wissen. Oder hat er das jetzt einfach alles schon aus den Vorräten genommen? Weil er sagt mir jetzt nicht mehr, was ich brauche. Oh, was ist das denn? Orangefarbenes Teeservice? Ach, ja, ja, ja. Das habe ich irgendwo gefunden unterwegs beim Einsammeln. Genau. Hier, 31 Köpfe. Ja, dann nimmt er natürlich die, die ich eigentlich nicht haben wollte. Aber ist nicht schlimm. Kriege ich ja jederzeit neue. Oh, aber dunkles Holz. Haben wir dann die Hälfte fast weg. Na gut, okay. Ist dann halt so. Alles für den Kürbiskönig. Alles für die Quest. So, ich möchte das aber ehrlich gesagt sehr gerne als Dekoration zu seinem Haus irgendwo hinstellen. Es ist nur die Frage, da müssen wir wahrscheinlich doch hier diesen Baum wegmachen. Oder kann man das da vorstellen? Ich weiß nicht, wie groß das ist. Ich meine, das ist ein Thron eigentlich. Oh ne, es geht, aber ich mache das mal ein bisschen näher ans Haus ran. So. Ich hoffe, dass man dahinter überhaupt noch jetzt durchlaufen kann. Ich sammle hier auch direkt nochmal eben ein bisschen dunkles Holz ein. Weil es kommt halt eben so selten. Mache mit Jack ein Foto vom Thron. Ja, wo ist Jack denn jetzt schon wieder? Oh. Sitzen. Ich kann mich da drauf setzen. Sehr schön. Leider ist Jack immer noch nicht da. Das heißt... Also, das heißt aber, wir können kein Foto machen. Schade. Ich habe jetzt mal... Ah, da ist er. Da ist er. Moment, wie komme ich... So komme ich jetzt wieder raus. So, Jack, komm mal her. Stell dich mal so hin. Ja, so nicht. Das ist doch ein doofes Bild. Aber ich kann ihn jetzt leider nicht zu dem Thron... Ja, so kann man wenigstens noch mal ein bisschen von seinem Gesicht sehen. Ich kann ihn leider jetzt nicht zum Thron hindrehen. Zeige Jack das Bild. Moment. Zack und zack. So. Das sieht großartig aus, Gameplayerin. Wirklich? Du magst es? Mehr als ein Dutzend Fledermäuse in einem Glockenturm. Oh, das freut mich. Versprich mir nur eine Sache, Jack. Ja, natürlich. Solange es nicht um Insekten und Jutesäcke geht. Nein. Frag die Leute einfach um Erlaubnis, bevor du ihre Sachen anfasst. Okay? Auch wenn es neu und faszinierend erscheint. Ich bin so neugierig. Aber ich verspreche, dass ich den Besitz anderer in Zukunft respektieren werde. Das ist alles, was ich will. Ich muss los. Es gibt hier so viele Orte zu entdecken. Ja, damit ist der Kürbiskönig zurückgekehrt. Sieht ja schon ziemlich cool aus hier, diese Ecke, muss man ja ganz ehrlich sagen. Ich weiß nicht, wenn ich jetzt nochmal ein Bild machen würde mit ihm zusammen, wird er wahrscheinlich trotzdem... Doch, jetzt hat er mal in meine Richtung geguckt. Das ist schön. So, jetzt habe ich ein bisschen mehr vom Haus drauf, wenn auch nicht besonders viel. Ich glaube, das wird mein Coverfoto werden, weil das finde ich eigentlich ziemlich cool. Auch so diese Ecke hier, finde ich, habe ich ganz gut gemacht. Ein bisschen... Spartanisch vielleicht, aber auf jeden Fall ganz cool gemacht. Ja, da wir jetzt im Moment noch keine neue Aufgabe haben, wie wir sehen, werde ich schauen, dass ich Jack auf jeden Fall noch level. Und dann kann ich leider erst die nächste Aufgabe machen, wenn ich entweder endlich mal das Ding, also diesen Mülleimer finde, um bei Eve weiterzumachen. Ich hoffe, dass wir das irgendwann nochmal hinkriegen. Oder halt eben dann, wenn ich Jack gelevelt habe, dann machen wir bei ihm weiter. Ich vermute allerdings wegen den ganzen Problemen mit Eve, dass wir wahrscheinlich erstmal bei Jack weitermachen müssen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich natürlich auch gerne abonnieren.